Hallo und seid ganz herzlich willkommen zum Beginn des Endes von Mass Effect 3. Wir reisen zurück zur Erde. Alle Systeme sind geschlossen, soweit ich weiß. Ja, alles ist dicht. Wir können nur noch zur Erde zurück. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen! Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Nie ist es einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Nun unser letztes Team. Garrus ist natürlich dabei. Ach, und ich würde eigentlich am liebsten mit allen losziehen. Ich struggle gerade zwischen Edi und Jarvik, by the way. Ich glaube, Feuerkraft kann nicht schaden.
So, Garrus. Ich guck mal. Der Cerberus Harrier ist halt schon eine gute Waffe. Komm, kriegt er einen N7 Lancer auch noch. Oh, das ist Javik, by the way. Javelin. Ja, das kriegt er wieder. Und er kriegt auch den Cerberus Harrier. Oder bleibt dabei zumindest. Nähern uns Soulportal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Geth-Flotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. Es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer! Greifen Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an! Verstanden! Alle Jäger mir nach! Angriff! Bestätige! Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor.
Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Normandy, Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist schwer. Ich erkenne Sie kaum wieder. Scheiße! Anvisiert! Festhalten! Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Zu Fuß dürfte schwierig werden. Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Bin bei Ihnen, Shepard. Jetzt! Los! Los! Ah, ich muss wieder die Finger in die Tastatur nehmen. Entschuldigung. Hauen Sie ab und holen Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Cortez, Ende. Also gut, dann weiter. Boah, ich sehe einen Scheißdreck. Hallo? Sonst bist du auch mal so munter dabei, in Deckung zu gehen. Die Erschütterungen sind halt übel krass. Hier ist Captain Johnson. Hammer wird zerlegt. Diese Geschütze müssen sofort offline gehen. Da. Das darf ich. Vorsicht, da kommen Rohlinge. Wobei ich nicht weiß, ob die Sniper hier gerade die beste Wahl ist. Nachdem ich gerade einen Scheißdreck treffe. Rechts. Immer noch nicht.
überhaupt nicht. Das Problem ist, ich weiß, später kommen auch hier wieder Banshees. Zwei Geschütze erledigt. Aber wir können immer noch nicht landen. Jetzt kann ich speichern. Verdammt, Feinde sind im Anflug auf Sie. Ich versuche, Sie ihn vom Leib zu halten. Verdammt, ich bin getroffen. Alles in Ordnung. Sind Sie sicher? Aber ich kann Sie nicht abholen. Ich muss den Vogel ganz schnell landen. Ab in Sicherheit. Was immer Sie sagen. Oh oh. Rechts. Da ist der Shuttle. Halten Sie nach Ihren schweren Waffen Ausschau. Immer noch was von rechts. Ah, da. Hallo, weg da. Wo ist die? Da. Los jetzt! Feuern Sie dem Ding direkt in den Hals! Sehr schön. Falsche das Waffe. War's. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammer-Teams. Bereit machen ist zur Landung. Ist da jemand? Komm, wir brauchen eine Exfiltration. Ah, da ist er. Noch eine mutierte Asana. Shepard, gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Fecht. Alle Hammer-Teams. Komm, bereit machen zur Landung. Eine Exfiltration. Noch eine mutierte Asari. Commander Shepard, gibt es Allianzpersonal in der Nähe? So. Ich habe zwar einen extrem hohen Munitionsdurchsatz mit dem Ding. Okay, ich muss jetzt auf mein Sturmgewehr wechseln. Oder auf die Sniper. Der Auto-Sniper ist ja auch stark. Sie uns raus, Corporal. Sind Sie okay? Ich lebe noch. Zweifellos, Commander.
Anderson. Ich wusste, Sie enttäuschen mich nicht, Shepard. Ihr Vertrauen ehrt mich. Sie haben es sich verdient. Wie sieht's aus? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Muss schlimm gewesen sein, abgeschnitten von der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Wir hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Ohne Sie und Ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Und Hammer sollte dafür bereit sein. Sie standen anfangs nicht zusammen, aber jetzt werden Sie Seite an Seite den Sieg holen. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Shepard hat es geschafft, sie alle zu vereinen. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Aber niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es tut gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe. Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Er hat recht. Ich hätte hier inzwischen mehr von Hammer erwartet. Viele werden es nicht schaffen. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Ich bin ein Soldat wie Sie. Das sehen Sie vielleicht so, aber die Truppen nicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten ein Held. Sie sollten Ihre Wirkung auf Sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. Was hat er jetzt mit Umschalt gedrückt halten? Na gut. Ja. Wir sehen uns beim... Ich darf nicht weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.